Ja, heute der letzte Teil. Das war mal eine spannende Predigtreihe, ne? Und herausfordernd. Ich sage euch, ich habe selten so lange für eine Predigtvorbereitung gebraucht wie diese Woche. Ist einfach auch unheimlich komplex und umfassend und so. Aber es geht um destruktive Grundhaltungen, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Das steckt ja dahinter, hinter dieser Idee, dieser Lehre von den sogenannten Todsünden. Das sind Dinge, die nach unserem Herzen greifen und die wir alle kennen, mit denen wir alle uns auseinanderzusetzen haben. Mal mehr, mal weniger, aber das ist so die ganze Liste hier nochmal, was wir alles uns beschäftigt haben. Stolz, Völlerei, Neid, Gier, Wut, Trägheit. Und heute kommt also noch die Wollust dazu. Hat mit Wolle nichts zu tun, das stimmt absolut. Es geht darum, wie wir mit unserer Sexualität klarkommen. Wir haben echt überlegt im Vorfeld, ob wir da mal eine Ausnahme machen und nicht die klassische Formulierung verwenden, sondern einfach gleich von Sexsucht reden, statt von Wollust. Und darum geht es letztlich irgendwo in diesem Zusammenhang. Es geht um ungesunden Umgang mit Sexualität. Es geht um Gefangenheiten, um Bindungen, mit denen wir zu kämpfen haben, wenn es um Fantasien geht und um Sehnsüchte geht, wenn es natürlich auch um Dinge geht, die wir dann in die Tat umsetzen. Wir wissen, da läuft ganz, ganz viel schief auch. So toll dieses Geschenk der Sexualität ist, was Gott uns gemacht hat, wir tun uns ganz schön schwer, immer richtig damit umzugehen. Und es entsteht sehr viel Leid. Wir machen Menschen zum Objekt unserer Begierde. Und es gibt echte Sklaverei heute noch, vor allem auf diesem Gebiet, wo es um sexuelle Ausbeutung geht und sowas. Und da ist ganz, ganz viel Schwieriges. Und es hat was mit dem zu tun, was in uns lebt. Daher kommt das Ganze. Wir produzieren diese Dinge und sind irgendwo alle mit beteiligt und mit hinein verwoben in diese Kämpfe, die damit zu tun haben. Und Wollust ist tatsächlich ein ziemlich alter Begriff, kommt irgendwo aus dem Mittelhochdeutschen, habe ich natürlich nachgelesen. Und ursprünglich hat es Wohllust geheißen. Es war ein ganz positiv gefüllter Begriff. Hey, und das ist ja so, also Gott hat sich das wirklich so gedacht, auch mit der Sexualität, dass wir uns wohlfühlen sollen dabei, dass es positive Lustgefühle geben darf, dass man ja da irgendwo aufleben kann, also ein Orgasmus ist was Tolles und so weiter und so, da kommt es her. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese ganzen Schattenseiten auch, die damit zu tun haben. Wir finden beides in der Bibel. Ich habe es einfach mal so nebeneinander gestellt. Also auch Lust ist in der Bibel ja ein sehr ambivalenter Begriff. Da steht auch drin, habe deine Lust am Herrn. Steht in der Bibel, ne? Psalm 37, glaube ich, ist es. Oder hier aus den Sprüchen, so ein richtig positiv bewerteter Vers, wo es um Sexualität geht. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Wohllust. Und dann gibt es eben auch die andere Seite, die Wollust, wo das Böse nach unserem Herzen greift, wo wir dieses Ungesunde spüren. Und da habe ich einen Vers jetzt einmal rausgegriffen, der ist nicht so bekannt, weil er in den Apokryphen steht. Buch Tobit, Tobias. Das ist übrigens ein Buch, wo wie ich finde, so im Blick auf, wie gestalten wir Ehe, so dass wirklich Liebe darin fließen kann, dass wir einander ernst nehmen auf Augenhöhe. Der höchste Level ist im Alten Testament, finde ich. Und der Hintergrund ist der, dass da eine Frau war, die hatte 7 Männer. Und alle sind gestorben irgendwie in der Hochzeitsnacht. Und dann überlegt sich einer, soll ich mir das wirklich antun? Und wo liegt eigentlich das Problem? Und dann sagt der Engel Raphael zu ihm, hör auf mich, ich will dir sagen, was das für Leute sind, über die der böse Geist Gewalt gewinnen kann. Und da geht es wirklich um viel Böses, ja auch in diesem Zusammenhang. Nämlich die ihre Ehe eingehen als Menschen, die von Gott nichts wissen wollen und sich allein von ihrer Lust leiten lassen, als wären sie ohne Verstand wie Rosse und Maultiere. Das sind diese beiden Seiten. Das ist unheimlich ambivalent, was Sexualität bedeutet für uns.
ganz, ganz viel Schönes, ganz, ganz viel Positives auf der einen Seite und ganz, ganz viel Bedrohliches und Destruktives auf der anderen Seite. Und da schauen wir heute mal ein bisschen genauer hin. Maslow, ihr kennt es vielleicht, diese Bedürfnispyramide von Maslow, das ist sehr bekannt und der wird eigentlich oft ein bisschen unterschätzt, denn der hat sehr, sehr viel Positives, gerade so zu diesen sozialen Bedürfnissen und so vor allem geschrieben und gesagt, aber er gibt eben die unterste Ebene, bei eben diese Grundbedürfnisse und da dazu gehört auch Sexualität. Essen, Schlafen, Atmen, das sind so Dinge, ohne die geht es einfach nicht und das gehört einfach so grundlegend zu unserem Leben dazu, da kommst du überhaupt nicht irgendwie dran vorbei. Und dazu gehört eben auch dieser Bereich der Sexualität. Es ist einfach wichtig in unserem Leben, ein wichtiges Element. Und da kommt auf der einen Seite sehr viel Positives davon. Na? Was machen wir nicht alles, weil es erotische Anziehung gibt? Auch positive Dinge. Na? Wir kommen mit Menschen zusammen, wir binden uns ein Leben lang. Hoffentlich wird es eine glückliche Langzeitbeziehung. Das bringt so ein bisschen Aufregung in unser Leben. Selbst wenn du Single und ungebunden bist, na, ist das schon irgendwie, na, was tun wir nicht alles, um anderen zu gefallen, um zu beeindrucken. Und es ist ja viel Gutes dabei. Na? Sich mal ein bisschen aufbrezeln, sich nicht so gehen lassen, den eigenen Körper pflegen, Sport treiben, fit bleiben und so weiter. Das ist ja alles richtig gut, ne? Und da gibt es eben auch dieses Kaputtmachende, dieses Destruktive. Und damit haben wir eben auch alle zu kämpfen, wenn wir ehrlich sind. Ob wir Mann sind oder Frau, ob wir jung sind oder alt, ob wir Single sind oder verheiratet, das ist für uns immer ein Thema. Wie gehe ich mit Sexualität um? Ob wir jetzt eher zu den Typen gehören, die sich sexy aufbrezeln, oder eher so den Unscheinbaren. Wir alle haben mit sexuellen Fantasien zu kämpfen, die manchmal uns in eine Richtung führen, die nicht gut ist. Wir alle sind immer wieder versucht, Dinge zu tun, Grenzen zu überschreiten, die wir nicht überschreiten sollten auf diesem Gebiet. Das ist ein Thema für jeden und jede von uns. In unserem Inneren, so kann man sagen, findet immer so ein Kampf statt. In welche Richtung bewegen wir uns da? Und es ist nichts Ungewöhnliches. Jesus hat es vorhergesagt. Jesus hat es zum Thema gemacht. Markus 7 finde ich da sehr interessant. Da streitet er sich mit so ein paar Pharisäern drüber, was den Menschen rein und unrein macht. Das war für die damals ein fettes Thema. Was ist sauber? Was ist unrein? Da ging es auch viel um kultische Vorstellungen. Wie kommen wir mit was? Trennt uns von Gott und was nicht. Und dann sagt Jesus, hey, wenn ihr, solange ihr noch denkt, ich karikiere jetzt ein bisschen, solange ihr noch denkt, ob ihr die Hände wascht vorm Essen oder mit wem ihr euch da an den Tisch setzt, das ist wichtig, da seid ihr noch nicht beim Eigentlichen gelandet. Und dann sagt er diesen Satz und er fügte hinzu, was aus dem Inneren des Menschen kommt, seine Gedanken, Worte und Taten, die lassen ihn unrein werden. Denn aus dem Innern, aus dem Herzen der Menschen kommen all die bösen Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, Begehrlichkeit, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Leichtsinn. Dies kommt von innen heraus und das ist es auch, was die Menschen von Gott trennt. Das, was von innen herauskommt, das ist das Problem. Damit beschäftigen wir uns bei diesen sogenannten Todsünden. Wir hatten eine ganze Reihe von diesen Dingen schon behandelt. Neid, Gier, Stolz und so weiter. Und heute geht es eben auch um diese Dinge, die mit Sexualität zu tun haben. Mit Sex, Sucht, mit Wollust. Als ich jung war, da war ich noch ein Kind, haben die 68er zur sexuellen Revolution geblasen. Es war wirklich eine heiße Zeit. Sie haben die sogenannte freie Liebe propagiert. Hinterher hat sich herausgestellt, dass das alles nicht so frei war, wie es gedacht war. Aber das war so ein ganz wichtiges Thema. Wer zweimal mit demselben pennt, der gehört zum Establishment. So war der Slogan und so. Und dann war man gegen den Vietnamkrieg. Und
für antiautoritäre Erziehung und für Miniröcke und all diese Dinge so und hat gedacht, damit kann man die Welt verbessern. Und mal ganz ehrlich, manche von diesen Anliegen, die waren auch gut. Das hat auch uns als Christen gut getan, dass wir mal diese falsche Leiblichkeit ein bisschen hinterfragt, Leibfeindlichkeit ein bisschen hinterfragt haben, die da war. Dass man auch in christlichen Kreisen mal ein Buch drüber schreiben durfte, wie gestaltet man eigentlich eine erfüllte sexuelle Beziehung in der Ehe. Oder dass man mal über das Thema Selbstbefriedigung reden konnte, ohne Tabus. Und mal vielleicht auch den Gedanken denken, dass wenn man einen Menschen kennenlernt, überlegt, ist das was fürs Leben, darf man auch ein bisschen mehr als Händchen halten, ist Küssen auch okay. Und all diese Dinge, also das war eine Riesenbefreiung damals und da war viel Gutes dran. Aber wenn wir heute nach über 50 Jahren draufschauen, dann sehen wir, hey, so viel hat es jetzt wirklich nicht gebracht. So viel freier sind wir nicht geworden durch das Ganze. Im Gegenteil, es ist auch viel Schlimmes durchgeworden. Und die Ergebnisse waren oft ziemlich niederschmetternd. Und es hat eben was damit zu tun, dass unsere Herzen gefangen sind. Dass die Freiheit nicht durch äußere Dinge so locker hergestellt werden kann, sondern dass in uns oft ganz vieles im Argen liegt. Und wenn wir heute uns die Bilanz anschauen, dann ist es leider ziemlich traurig, wo wir gelandet sind. Ich habe mal nur so ein paar Dinge zusammengeschrieben, so ein paar Fakten. Der geschätzte Jahresumsatz für Pornografie liegt bei 100 Milliarden Euro weltweit. Ja, 100 Milliarden haben wir jetzt mal gerade frisch gehört, die Zahl. Ne? Ist das, was die Bundeswehr bräuchte, wenn wir sie... Das geben wir mal so locker für Pornografie aus dem Jahr, da ist das kein Problem. In Deutschland sind es 12,6 Millionen Euro pro Tag. Und das ist so viel, wie die ganze Autoindustrie einsackt. Das müsst ihr euch mal geben, was das bedeutet. Männer schauen im Durchschnitt pro Woche 70 Minuten Pornos, bei Frauen ist die Tendenz steigend, die sind nicht ganz so weit. Besonders gefährdet sind Teenager. 43% aller Internet-User weltweit schauen sich Pornoseiten an und pornografische Inhalte machen 25% der Suchanfragen im Internet aus und 35% des ganzen Datenverkehrs dort. Und durch Corona ist alles viel schlimmer geworden. Die Homeoffice-Geschichten und der Lockdown in Corona, das kann man nachweisen, das ist untersucht worden, haben zu einem deutlichen Anstieg geführt. Ich habe die Kurve da oben hin, das waren die ersten Wochen vom ersten Lockdown, da siehst du, wie Pornografie im Internet nach oben geschnellt ist, weil die Leute daheim saßen und während der Arbeitszeit jede Menge pornografische Inhalte geguckt haben. Das meiste lief zwischen 8 und 17 Uhr. Tatsächlich, das hatten wir alles untersucht. Und das ist nur eine Seite von diesem ganzen Problem. Internetpornografie spielt heute natürlich eine große Rolle, gar keine Frage, aber es gibt auch das viele andere. 30 Millionen Menschen weltweit sind Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Müsst ihr mal überlegen, das ist fast halb so viel wie Deutschland. 30 Millionen. Und es ist nicht unheimlich weit weg. Deutschland ist eines der schlimmsten Länder in der Hinsicht. In Europa und überhaupt. Es ist sogar ganz nah dran, hier auf dem Nachbargrundstück. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist ein Bordell. Die Sarah aus unserer Gemeinde, die arbeitet für diesen Verein Paracaleo. Ich weiß, Sarah, ich habe sie nicht gesehen heute, ich weiß nicht, ob sie da ist. Die arbeiten mit Prostituierten und helfen ihnen auch rauszukommen aus diesem Milieu, wenn sie wollen und so. Ich sage, neulich war ich mal wieder nebenan auf dem Grundstück. Das ist alles ganz, ganz nah da. Und da steckt ein unheimliches Elend drin, weil die meisten der Frauen, überwiegend sind es natürlich Frauen, die da arbeiten, die machen das nicht freiwillig, sondern sie sind gezwungen worden in ein Leben. Das ist der Bereich, wo es heute noch am meisten Sklaverei gibt auf der ganzen Welt. Oder noch eine andere Zahl, in Deutschland werden pro Jahr etwa 15.000 Fälle von sexuellem Missbrauch zur Anzeige gebracht und ähnlich viele Vergewaltigungen. Wir wissen alle, da gibt es eine unheimlich hohe Dunkelziffer. Das ist auch Realität. Das spielt sich auch ab. Hier in unserer Mitte, in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unseren Herzen. Wir alle haben da unsere Themen damit und damit zu kämpfen.
Und natürlich ist unser Alltag unheimlich sexualisiert. Das ist ein bisschen anders als vor 70 Jahren. Wenn du heute, egal wo du hinguckst, auf welche Werbewand, welche Zeitschrift du aufmachst und so weiter, das ist einfach üblich, dass mit Sexualität Werbung gemacht wird, Dinge verkauft werden, oft Dinge, die gar nichts damit zu tun haben. Das ist ja manchmal das Lustige, womit man Sessel verkaufen kann oder ein Auto oder irgendwelche veganen Pillen. Und es ist gut, dass das auch mal hinterfragt wird und thematisiert wird. Ich habe euch unten dieses Bild hingemacht von den Beachvolleyballerinnen. Bei den letzten Olympischen Spielen war das ja zu Recht eine Diskussion. Wieso werden wir eigentlich gezwungen, durch so einen Weltsportverband uns auf eine Art und Weise anzuziehen, dass wir uns als Sexobjekt fühlen müssen, obwohl es eigentlich um Sport geht? Das sind berechtigte Fragen. Das sind alles Dinge, die heute wichtig sind. Wenn ihr allerdings denkt, dass wir da in einer besonders schlimmen Zeit leben, dann muss ich euch enttäuschen. In der Zeit, in der die ersten Christen gelebt haben und während des Alten Testaments, war es viel schlimmer. Ich habe da auch mal was mitgebracht. Das wissen wir vor allem durch die Ausgrabungen in Pompeji. Weil anderswo ist es überall später getilgt worden durch die Geschichte, aber dort ist es halt konserviert worden, wie es wirklich war. In Pompeji, das ist diese Stadt, die durch den Vesuv verschüttet wurde, 79 nach Christus, es war wirklich in der Zeit, wo es schon Christen gab, in der Stadt, in der ganzen Gegend und so, da gibt es hunderte von erotischen Darstellungen. Die haben angefangen, Pompeji auszugraben, glaube 1863. Und da war das so peinlich, da hatten wir es schnell versteckt. Und erst im Jahr 2000 sind viele dieser Sachen freigegeben worden für die Öffentlichkeit, weil es so verstörend war für diese Archäologen, was sie da alles gefunden haben, dass sie nicht richtig damit zurechtgekommen sind. Oft haben sie einfach Gips drüber gemacht und die Wand zugekleistert oder sie haben sie in irgendwelchen Museen verschwinden lassen. Aber solche Darstellungen gibt es wirklich hunderte in Pompeji. Das ist alles ausgegraben worden. Das gab es an Straßen, an Wänden außen an den Häusern. Das gab es in Schlafzimmern von Privatleuten. Und ja, das gehört hat zum Alltag gehört. Der Mann mit diesem riesen Penis, also das ist eine Gottheit, Priapus. Das war der römische Gott, einfach für Sex. Und dann hatten sie noch eine weibliche Sexgöttin, die Venus und so weiter. Und es war überall die Kinder sind mit dem aufgewachsen. Die sind überhaupt nicht dran vorbeigekommen. Da links oben, das waren die Wegweiser zum nächsten Bordell. Die waren in die Straßenpflaster eingemeißelt oder an der Hauswand. Und es ist wirklich schlimm. Pompeji war eine Kleinstadt, eine malerische Kleinstadt mit 8.000 bis 10.000 Einwohnern. So groß wie Rödenbach an der Pegnitz. Oder halb so groß wie Feucht. Oder Wendelstein oder so, ne? Und die Archäologen haben herausgefunden, da gab es über 100 Bordelle. Das war eine total durchsexualisierte Gesellschaft. Du bist da gar nicht dran vorbeigekommen. Und das war das Milieu, in dem die ersten Christen sich bewegt haben. Das war ihr Alltag, mit dem sie immer konfrontiert waren. Und dann ging es jetzt darum, ja, wie lebst du jetzt da drin als neuer Mensch? Spannendes Thema, ne? Im 1. Korintherbrief, in Kapitel 6, gibt es da so eine kleine Auseinandersetzung zu dem Thema. Und es ist interessant, was Paulus da schreibt. Ich lese es euch mal vor, 1. Korinther 6, ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber ab Vers 17. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Deshalb lebt so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre
bereitet. In dem Zusammenhang von 1. Korinther 6 geht es darum, dass überlegt wurde, darfst du als Christ noch ins Bordell gehen? Und da gab es viele, die offensichtlich gesagt haben, das ist doch kein Problem, das machen doch alle. Ist ja nur ein bisschen Triebbefriedigung, ist ja nur was rein Körperliches. Es betrifft ja nicht eigentlich die wirklich wichtigen geistlichen Zusammenhänge in meinem Leben oder so. Ich denke, so ungefähr haben die Leute argumentiert. Und Paulus sagt, nee, so billig könnt ihr es euch nicht machen. Der Mensch ist immer eine Einheit aus Leib, Seele und Geist. Und was du mit deinem Körper tust, hat immer mit deiner ganzen Person zu tun. Das kannst du nicht abspalten. Und euer Körper ist heilig. Gott wohnt in euch. Der Heilige Geist wohnt da drin. Und deshalb müsst ihr immer ein bisschen gründlicher nachdenken, was ihr mit eurem Körper wirklich tun wollt. Und aus diesem Denken heraus haben sie eine neue Ethik entwickelt. Auch wie man miteinander umgeht, mit den eigenen Frauen umgeht, mit dem eigenen Geschlecht umgeht. Diese ganzen sexuellen Freiheiten, die es damals gab, die waren vor allem Freiheiten für Männer, muss man ehrlicherweise sagen. Die Frauen, denen hat man nicht so ganz so viel zugestanden. Und damals war es wirklich so, ich sage es mal so, Ehebruch war Standard. Die Ehe hat man damals als ein Instrument angesehen, um legale Kinder zu zeugen. Aber das hat noch lange nicht bedeutet, dass man seiner Partnerin treu sein musste. Der normale Durchschnittsmann im Römischen Reich bei den Griechen hat viel mehr Sex außerhalb der Ehe gehabt als mit seiner eigenen Frau. Und da sagen die Christen, das könnt ihr nicht mehr machen, wenn ihr zu Jesus gehört. Das hat unheimlich viel zu bedeuten in diesem Zusammenhang, wenn das Neue Testament lehrt. Paulus schreibt es, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde liebt. Das ist was anderes wie, vergesst nicht ab und zu eurer eigenen Frau ins Bett zu steigen und Kinder zu machen. So waren die Leute damals allgemein drauf. Und die Christen machen deutlich, hier geht es um viel, viel mehr. Es geht um eine andere Qualität von Miteinander. Es geht um eine andere Qualität von Beziehung. Da muss Liebe reinkommen in allem, was wir machen. Auch überall da, wo es um Sexualität geht. Und letztlich geht es um die Würde des Menschen. Es geht um eure eigene Würde, wie ihr die aufrechterhaltet, wie ihr die nicht beschmutzt. Und es geht um die Würde all der anderen Leute. Wir als Christen, wir gehen nicht mehr ins Bordell an der Ecke. Aber wenn eine Frau, die dort arbeitet, zu uns in den Gottesdienst kommt, dann heißen wir sie willkommen. Denn auch sie ist eine geliebte Tochter Gottes. Christus ist für alle gestorben, für Juden und Griechen, für Männer und Frauen, für Sklaven. Und das waren oft Sexsklaven, die da mit gemeint sind, und Freie. Wir alle sind von Gott geliebt. Und das muss Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander begegnen und was wir einander antun. Auch wenn dafür bezahlt wird, ist noch lange nicht alles in Ordnung, was auf diesem Gebiet läuft. Diese neue Ethik ist allerdings nicht immer so einfach umzusetzen. Evagrius von Pontus hat es selber durchlebt. Das ist der Mann, der diese Idee entwickelt hat von den 7 Todsünden oder von den Todsünden. Das finde ich interessant, wenn wir in seine Biografie reinschauen. Der ist geboren in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Und er war ein ganz starker intellektueller Typ, so ein richtiger Profi-Theologe. Der hätte heute einen Doktortitel gehabt oder wäre Professor geworden. Und er ist nach Konstantinopel gegangen, um dort Karriere zu machen, in der Kirche. Und er war wirklich mega begabt, er hatte eine riesen Zukunft vor sich. Und dann hat er eine Affäre angefangen mit der Frau eines anderen. Es war die Frau eines kaiserlichen Beamten und das ist gefährlich, es ist aufgeflogen und er musste fliehen. Und dann ist er erst nach Jerusalem gegangen, war da eine kurze Zeit und dann ist er in die ägyptische Wüste gegangen, wo ihn keiner mehr findet.
und ist Wüstenmönch geworden und hat den Rest seines Lebens damit verbracht, darüber nachzudenken, wie konnte mir das passieren? Wie konnte die Sünde so eine Macht über mein Leben gewinnen? Wie konnte so eine negative Leidenschaft mich so mitreißen und übermannen, dass ich so einen Mist gemacht habe? Das ist zu seinem Lebensthema geworden. Für uns ist es vielleicht ganz nett, weil er dadurch eine Menge tolle Erkenntnisse hatte und so, aber für ihn war es ein schwerer Weg, ein hoher Preis, den er bezahlen musste. Und er hat uns einiges dafür geholfen, dass wir Wollust, Sexsucht, all diese Dinge, die mit zu tun haben, besser verstehen können. Nochmal so das Ganze, diese negativen Leidenschaften, diese destruktiven Dinge, diese Grundhaltung, die sie in unserem Herzen festsetzen, die können wir nicht einfach überwinden, indem wir sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Egal, worum es geht. Wir haben das ja gehabt, jeder von uns ist an einer anderen Stelle vielleicht besonders herausgefordert. Bei mir ist es der Stolz, bei anderen ist es vielleicht Neid oder Gier oder egal was. Ne? Aber du kannst es nicht überwinden, indem du sagst, ich denke jetzt nicht mehr dran. Ich werde nie mehr in meinem Leben eine unangemessene sexuelle Fantasie haben. Probier das mal aus. Es wird nicht funktionieren können, es ist ganz klar. Sondern wir können diese Todsünden, diese negativen Grundhaltungen nur einigermaßen in den Griff kriegen, richtig damit umgehen, indem wir die Energie, die dahinter steckt, in eine andere Richtung lenken. Indem wir einen anderen Weg gehen, indem wir es anders füllen, worum es da eigentlich geht. Und bei der Todsünde der Wollust geht es um die Energie der Intimität. Und das ist eine unheimlich kostbare Energie. Es geht um die Sehnsucht danach, eins zu werden mit anderen. Es geht um die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Es geht um die Sehnsucht nach Nähe. Und das kannst du auf eine falsche Art und Weise leben. Und es ist eigentlich totaler Quatsch, diesen Weg der Wollust zu gehen, denn es bringt ja genau das Gegenteil eigentlich von dem, was du haben willst. Du kommst in die Isolierung rein. Du bist plötzlich ganz allein mit dem, was du da machst. Du schämst dich dafür. Du denkst, hoffentlich kommt es nie ans Licht, was ich da jetzt gemacht habe und so. Der viel bessere Weg ist, die Sinnlichkeit auf Jesus zu richten, wenn du Christ bist, und ihn anzubeten, seine Nähe zu suchen, seine Gegenwart zu suchen. Natürlich ist damit das Thema Sexualität nicht für immer gleich abgehandelt oder so. Ist klar, du musst immer einen Weg finden, wie du gesund mit deiner Sexualität umgehst. Aber es hilft unheimlich viel, wenn du lernst, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, diese Sehnsucht nach Nähe in deiner Beziehung zu Gott erstmal zu verankern und sie dann auszuleben, so gut es geht. Wir finden ein sehr schönes Beispiel in der Bibel, Lukas Kapitel 6. Die Geschichte ist bekannt unter dem Titel die Jesus-Salbung durch die Sünderin, so heißt es, glaube ich, in der Lutherbibel. Und der entscheidende Teil, oder der am Anfang, der heißt folgendermaßen, da kam eine Prostituierte herein, das ist ein bisschen freie Übersetzung, aber es findet sich so in der Hoffnung für alle, eine Sünderin heißt es wortwörtlich, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Das ist eine Frau, wir wissen keine Details über ihr Leben und so, aber es ist eine Frau, die ihre Sehnsucht nach Intimität bisher nicht so richtig ausgelebt hatte. Hat jedenfalls nicht viel Beifall dafür bekommen und war selber wahrscheinlich auch sehr unglücklich damit. Und dann kommt dieser Wendepunkt in ihrem Leben und sie begegnet Jesus. Und ich weiß nicht, ob es noch eine zweite Stelle gibt in der ganzen Bibel, wo Jesus auf so eine faszinierende Art und Weise
angebetet worden ist, mit so viel Zärtlichkeit, mit so viel Nähe, mit so viel Intimität. Und Jesus hat sie ja auch gelobt dafür. Er hat es gut gefunden. Und ihr wisst vielleicht, wie die Geschichte ausgeht, dass Jesus ihr am Ende nicht nur sagt, dir sind deine Sünden vergeben, das war wichtig für sie natürlich, sondern er sagt ihr auch, dein Glaube hat dir geholfen. Und das ist ein ganz, ganz großer Satz. He pistisu sosetai, heißt das auf Griechisch. Und man kann es auch übersetzen, da gibt es 3 Übersetzungsmöglichkeiten. Dein Glaube hat dir geholfen, ist das, sage ich mal, niederschwelligste, was es da gibt. Du kannst es auch übersetzen, dein Glaube hat dich gerettet. Und darum geht es ja auch. Dein Leben kann neu werden in der Begegnung mit Gott. Und du kannst es übersetzen, 3. Möglichkeit, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und darum geht es ja eigentlich, dass Dinge, die kaputt sind in unserem Leben, die fehlgeleitet sind, die in Bindung drinstecken, in Unfreiheit drinstecken, dass sie heil werden können. Und das hat diese Frau erlebt. Und das ist eigentlich das Tollste an Anbetung, dass dadurch unser Leben, unser Herz heil werden kann. Dann hast du immer noch deine Themen, mit denen du dich herumschlägst, aber es ist wichtig. Und ich glaube, es ist wirklich ein Weg, der funktioniert. Ich habe es so zusammengefasst als zentrale Idee: echte Intimität mit Jesus hilft dir, deine Sehnsüchte in eine gesunde Richtung zu lenken. Damit ist nicht alles für immer erledigt und gefestigt und so, das ist ganz klar. Aber das ist der Weg, wie wir auch lernen können mit unserer eigenen Sexualität und vor allem mit diesen Sehnsüchten, die dahinter stecken, die uns da umtreiben, die uns nicht in Ruhe lassen, damit besser umzugehen. Der Kampf gegen die Wollust, ich sag's jetzt mal so, ist ein lebenslanger Kampf. Denkt nicht, wenn ihr jung seid, es erledigt sich von alleine. Ich bin 62 und glücklich verheiratet, aber es ist ein Thema für mich immer noch. Es ist nicht mein stärkstes Thema bei diesen Todsünden. Ich hab's gesagt, Stolz ist für mich eine größere Herausforderung, aber es ist ein Thema für mich immer wieder. Und ich merke, ich bin da nicht so, stehe da nicht drüber, ich bin da nicht frei. Es gibt Bilder und Vorstellungen, die mich in eine falsche Richtung ziehen und reizen. Damit habe ich immer und immer wieder zu tun. Aber ich glaube, dass wir lernen können, richtig oder besser damit umzugehen, wenn wir tief mit Jesus leben. Kuscheln mit Jesus ist eine gute Alternative, würde ich mal so sagen. Denk mal drüber nach, seine Nähe zu suchen, seine Gegenwart zu suchen. Das bringt viele Dinge, die in unserem Leben schwierig laufen, ins richtige Lot, auch wenn es um diesen Gesamtbereich was fehlt mir, wo habe ich Defizite, welche Sehnsüchte treiben mich um, wie ist es mit Sexualität, auch wenn es um solche Dinge geht. Und gerade in dem Zusammenhang ist es eben hilfreich, wenn wir Sünde nicht nur als Fehlverhalten sehen, bei dem wir vielleicht ertappt werden oder nicht, sondern wenn wir Sünde auch als eine Krankheit sehen, die nach unserem Herzen greift. Und je näher wir zu Gott kommen, desto leichter können wir gesund werden. Echte Intimität mit Jesus hilft dir, deine Sehnsüchte in eine gesunde Richtung zu lenken. Dafür möchte ich jetzt noch beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir für das Geschenk der Sexualität, das du uns gemacht hast. Danke, dass das etwas ist, was unser Leben bereichert, was viel Freude auch mit sich bringt, viel Glück mit sich bringen kann. Und du siehst aber auch die Bereiche, wo wir damit zu kämpfen haben, wo wir in eine falsche Richtung tendieren, wo wir unfrei sind, wo wir uns verleiten lassen zu Handlungen, zu Dingen, die nicht gut sind, wo wir dadurch andere Menschen heranziehen.
herabwürdigen, zum Objekt machen oder was auch immer, die ganzen Probleme, die damit verbunden sind. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du gekommen bist, um uns da weiterzuhelfen, um uns heil zu machen, um unser Leben in Ordnung zu bringen, da wo es in diesen ganzen Bereichen in Unordnung ist. Danke, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt, dass das unseren Körper adelt, dass unser Körper ein Tempel deines Heiligen Geistes ist. Und hilf uns, dass wir so intensiv, so eng mit dir leben, dass wir mit diesen ganzen Themen und Herausforderungen zurechtkommen können und ein Leben führen können, das dich ehrt. Und hab Dank, dass überall da, wo wir versagen, wo wir einen Rückfall erleben, wo wir in Schuld geraten, dass du da für uns da bist und dass deine Vergebung auch dann gilt, dass deine Gnade größer ist als unser Versagen, auch auf diesem Gebiet. Hilf uns, ehrlich miteinander unterwegs zu sein und da, wo wir Hilfe brauchen, sie auch zu suchen, bei dir oder auch bei Menschen, die uns unterstützen, auf diesem Weg hinein in die Freiheit. Lasst uns gemeinsam noch beten, wie Jesus es uns gelehrt hat.